Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, also, wir sind jetzt hier erstmal zu Gange. Ich habe auch von euch schon ein bisschen Rückmeldung bekommen, hatte das auch aus Versehen jetzt schon wieder bei Björnholm gesagt. Ich muss mir echt mal angewöhnen, da die Kommentare echt nur videospezifisch mir anzugucken, weil ansonsten komme ich, glaube ich, so langsam ein bisschen durcheinander. Denn der Martin hat gemeint, ja, er würde sich freuen, wenn wir unseren Fuhrpark doch mal bei Gelegenheit um einen schönen Deutz erweitern würden. Ja, warum auch nicht? Deutz ist eigentlich ein ganz cooles Gerät. Da gucken wir mal, ob wir vielleicht dann gleich einen ziemlich großen holen. Außerdem war er der Meinung, wir könnten den Mist ruhig gut und großzügig benutzen, denn wir haben ja mehr als genug davon. Naja gut, also mehr als genug will ich jetzt mal noch nicht sagen so direkt, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was da. Denn wenn wir jetzt das Feld 20 gedüngt haben, glaube ich, ist das hier ziemlich wieder runter auf dem unteren Level. Und ach, bevor ich es vergesse, genau, die Folgetierchen, die wollen wir natürlich gleich wieder kaufen. Dafür reicht uns das Geld ja auf alle Fälle schon noch einmal aus. So, dann ist das auch schon mal gleich erledigt. Nicht, dass wir das wieder vergessen. Und ja, wir machen jetzt hier mal unseren Mistwagen noch voll, damit wir hier noch ein bisschen weiter düngen können. So, einmal hier reinkippen. Da muss man immer darauf achten, dass man eigentlich das Ganze ziemlich genau reinpackt. Denn Umweltrettung bzw. Poseidon haben auch beide schon geschrieben. Ja, es kann ansonsten sein, dass man das irgendwo neben dran kippt und dann ist das gute Zeug verschwunden. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, und gleich die nächste Schuppe rein. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Problem ist nur, im Moment ist es eine gute Lösung, aber für später, denke ich mal, wird das ein bisschen aufwendig mit der kleinen Schaufel. Da werden wir uns dann wahrscheinlich ein Rad- oder Teleskoplader dafür holen. Ich denke mal, da sind wir dann auf alle Fälle auf der besseren Seite. Ne? Dann geht das Ganze ein bisschen zügiger. Und Martin hat schon recht, je mehr Tiere wir natürlich jetzt holen, umso mehr Mist kriegen wir zusammen. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann so viel Mist haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Glaube ich aber nicht, weil ansonsten holen wir uns nämlich einen größeren Miststreuer und dann können wir nämlich mit dem auch arbeiten. So, im Moment für uns ist es ganz gut und ganz wichtig, dass wir den Mist haben, denn wir haben ja nicht allzu viel Kohle und wollen ja auch schauen, dass wir hier nach Möglichkeit ein bisschen Geld sparen und das Ganze optimal einsetzen. Und von dem Punkt her kommt uns das hier eigentlich ziemlich gelegen. So. Gleich die nächste Schaufel holen. Ja, so langsam hat doch der olle Solaris das ein bisschen raus hier, ne? Klappt eigentlich ganz gut. So, auch die Steuerung habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Ist ja genau umgekehrt wie beim LS 2013. Kann man zwar in den Optionen auch irgendwie umstellen, aber ich weiß nicht, also, naja, man soll sich dann auch so ein bisschen an das Neue mal gewöhnen, finde ich persönlich. So, das schütten wir vielleicht noch ein Stückchen da drüben hin. So, ich denke mal, der Wagen dürfte auch bald schon wieder gut gefüllt sein. Mal gucken, ich will den aber auch nicht natürlich immer nur halb voll wegfahren. Von daher schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was reinkriegen. Ja, und so viel zum Thema. Wir haben ja mehr als genug, ne? Ihr seht, es ist jetzt schon auf 15.000 runter. Also so richtig wirklich viel ist das auch nicht. Von daher gucken wir mal. Also ich hoffe, dass das hier vielleicht für unser Feld 20 noch ausreicht. Das werden wir dann aber auch gleich feststellen. So, füllen wir hier auch mal gleich wieder auf. So, sieht auch so gut aus. Ich glaube noch zwei oder drei Schaufeln, dann dürfte das eigentlich schon so gut wie voll sein. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt. Ist mir ehrlich auch gesagt ein bisschen zu aufwendig, das jetzt alles mitzuzählen. Denn dann notfalls steigen wir einfach mal schnell entsprechend in den Deutz ein. Und dann sehen wir ja auch sofort, okay, alles klar, wir haben genug. Oder nö, da kann noch ein bisschen was rein. So, aber hier vorne, wow, der bockt ein bisschen. Ja, muss man aufpassen. Hoher Schwerpunkt, ne? Könnte dann ein bisschen sich sonst schwierig gestalten. Aber hier vielleicht noch ein bisschen rüber. So, da kommen wir ganz gut mit rein. So, und wo wir gerade beim Thema sind, wir schleichen mal hier drunter durch, gucken mal rein. 84% Mist, ja, das sieht gut aus. Das heißt, da haben wir gar nicht mehr so viel. Da werden wir gleich mal schauen, dass wir hier noch das voll machen. Ich denke mal noch maximal zwei Schaufeln. So, und daran muss man sich auch gewöhnen. Wenn man den hochnimmt, okay, wenn man runter geht, nur so ein Stückchen, ja, dann läuft der ein ganz schönes Stück nach. Und wenn man das ein bisschen zu schnell macht, jo, dann ist man auf einmal mit der Schaufel auf dem Boden. Ist natürlich dann auch nicht so optimal. Also da braucht man noch ein bisschen Fingerspitzengefühl.
So, und ja, wir kommen dabei mit dem Beladen ganz gut voran. Wenn wir gleich mal gucken, wie weit wir da mit der Runde kommen. 20 ist ja, wow. Doch schon ein ziemlich langgezogenes Feld. Ich weiß auch ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wo wir da aufgehört haben. Das müssen wir uns auch gleich mal angucken. So, ich glaube, das sollte aber reichen. Der Wagen sieht gut gefüllt aus. Wir gehen mal ein Stück runter, springen mal rüber. So, und dann schauen wir uns das gleich an. Jo, 96%, das ist gut. So, werden wir gleich mal den Schwenk machen. Dann gucken wir mal, wo wir da jetzt beim Feld 20 aufgehört haben. Gerade schauen, oben ist die kürzere Ecke. Ah, wir sind drüben auf der Seite gewesen. Da kann man es so ein bisschen erkennen. Genau, und dann werden wir natürlich da auch gleich mit der nächsten Spur weiterfahren und gucken, dass wir hier das Düngen noch ein bisschen vorantreiben. Wie gesagt, kostenloser Dünger ist wunderbar. Und natürlich durch das steigende Anzahl unserer Tiere, denke ich mal, werden wir dann bei Gelegenheit oder auch bald mehr als genug haben. So, hier gehen wir schon mal ran, schalten jetzt schon mal ein. Das muss man immer ein bisschen früher machen, weil ansonsten hat man so ein wenig das Problem, weil hinten die Klappe geöffnet werden muss, die Mechanik angeworfen und alles. Da kommen wir ansonsten nicht so wirklich rechtzeitig hin. Dann haben wir ja ungedüngte Lochflecken sozusagen oder Löcher drin. Ist dann auch nicht so richtig toll. Aber so wie es jetzt im Moment aussieht, also das halbe Feld haben wir jetzt schon fast gedüngt. Das klappt eigentlich ganz gut. Und kann man natürlich nicht mit Helfer machen. Also das ist auch schon festgestellt worden. Seit dem letzten Patch geht also wohl das Güllestreuen, glaube ich, und das Miststreuen beides nicht mehr mit Helfer, wenn ich es richtig verstanden habe oder in Erinnerung habe. Also das muss man dann selbst noch händisch fahren. Ah, und da war noch ein kleiner Rest, den wir beim letzten Mal noch nicht fertig gemacht haben. Da war wohl die Spur zu Ende. Aber auch kein Problem, dann nehmen wir das jetzt gleich noch mit. Denn für die komplette Spur runter wird es dann sowieso wieder nicht reichen. Ihr seht, wir sind ja jetzt schon wieder runter auf ja, 46%. Aber die Ecke nehmen wir natürlich dann gleich noch mit. Ist ja nicht viel, aber trotzdem der Vollständigkeit halber sollte man das auf alle Fälle mit reinziehen. So, können wir das hier gleich voll machen, beziehungsweise fertig machen. So, gleich wieder ausschalten. Wir fahren jetzt einmal hier quer durch. Ja, macht man normal zwar nicht, aber so ganz am Feldrand, denke ich mal, ist okay. So, und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt noch mit der nächsten Runde kommen. So, können schon mal Tempomat wieder einschalten. So, noch ein Stück rüber, dass wir da passend sind. Einmal wieder das Ganze starten. Und ja, eigentlich ganz gut gestartet, relativ pünktlich. Hier können wir sogar noch ein Stück rüberfahren langsam. Weil, ja, bei dem schmalen Miststreuer wäre es blöd, wenn man zu viel überlappen lässt, weil dann verliert man, glaube ich, einfach zu viel auch. Und das Düngen wird ja eh nur einmal gewertet. Ich glaube, sonst wird man nur noch 10 Mal drüber düngen und dann das Ganze, ja, akkumulieren lassen, so auf die Art, ne? Aber wir wollen natürlich schauen, dass wir das hier von der Fläche her ziemlich optimal ausnutzen. Deswegen habe ich beim Güllestreuer zum Beispiel auch am liebsten immer den mit den Düsen, weil das kann man dann dort viel besser sehen. Ja, dann ist es etwas einfacher. So, und hier sehen wir schon, ja, das reicht nicht mehr für die ganze Spur. Aber trotzdem, wir sind schon wieder gut vorangekommen. So, da haben wir sogar jetzt nochmal eine kleine Lücke, da müssen wir aufpassen. So, jetzt ist leer. Das heißt, wir werden gleich wieder zum Kuhstall fahren. Ja, und ich glaube, so wie das jetzt im Moment hier sich ausgeht, wird das wahrscheinlich noch nicht mal komplett reichen für das Feld. Weil dann bräuchte man noch über eineinhalb komplette Miststreuer voll. Denke mal, das wird ein bisschen eng. Ja, da Vorsicht, Zaun. So, dann bleiben wir hier mal stehen. Springen wieder rüber in unseren kleinen T4. Ja, und werden dann hier nochmal ein bisschen nachfüllen. So, lieber Martin, ja, und jetzt nochmal die Frage, wo war das mit dem? Wir haben ja mehr als genug. Ja, klar, jetzt wollen wir das natürlich ausnutzen, aber wenn ich mir das Silo ansehe, ich glaube, da geht ja jetzt auch ein bisschen mehr rein. So, und die 500 oder 600.000 Liter sind das, glaube ich, die jetzt reinpassen. Ja, da müssen wir natürlich dann mal gucken, dass wir hier ein bisschen auf Vorrat kommen. Aber ich denke mal, durch unsere Tierchen geht das jetzt automatisch. So, erste Schaufel ist schon wieder drin. Also ihr seht, das geht jetzt auch ein bisschen zügiger. Ich denke mal, optimal wäre es dann später echt vielleicht mit einem Radlader oder Teleskoplader das Ganze zu machen. So, gleich hier wieder auffüllen.
Ja, langsam neigt sich das hier nämlich schon zum Ende. Und ich glaube, wir kriegen damit jetzt noch nicht mal den jetzigen Miststreuer komplett voll. Aber gut, okay. Damit können wir aber zumindest das Maximum rausholen. Heißt also, wir sparen so viel Geld, wie es möglich ist. Den Rest müssen wir dann halt mit dem Kunstdünger machen. Aber gut, es kommt ja auch wieder ein bisschen Nachschub, ne? In dem Punkt jetzt nur erstmal gut, dass wir noch keine Gewächshäuser nichts haben. Die brauchen nämlich auch den Mist. Können wir dann später gerne mal vielleicht noch mit reinziehen. Aber ich glaube, jetzt im Moment haben wir dafür einfach zu wenig Rohstoffe. So, wenn ich das so sehe, können wir auch bei den Kühen, glaube ich, dann gleich nochmal oder bei der Gelegenheit bei der nächsten ein bisschen was nachfüllen. Ja, wir haben hier noch so viel, was wir machen wollen. Ja, denn die Kühe müssen versorgt werden. Wir wollen natürlich auch hier insgesamt ein bisschen vorankommen. Wir wollen nochmal gucken, ob wir entsprechend verkaufstechnisch noch was machen. Unsere Eier müssten wir auch mal wieder hier aus dem Hühnerstall oder aus dem Hühnergehege rausholen. Denn ich denke mal, die dürften auch schon wieder gut gefüllt sein. Ne? Auch da gab es ja das Maximum von, ich glaube, 60 Eiern war es, habt ihr geschrieben. Danach wird nichts mehr an Eiern produziert. Also muss man auch da, gerade wenn man dann viele Tiere hat, später darauf achten, dass man da regelmäßig mal reinschaut. Weil ansonsten, ja, hat man zwar viele Hühner, aber die bringen dann irgendwie kein Geld. Und das ist natürlich dann auch kontraproduktiv, ne? So, jetzt gucken wir nochmal rein. Ich denke mal, das kriegen wir heute auf alle Fälle noch leer. So, mal schauen. Ein bisschen runter. Oh je. Ja, nur noch 4000 Liter drin. 4,7. So. Jetzt sind es nur noch 2,9, also noch eineinhalb Schaufeln sozusagen. Dann ist das fertig. Also reinkriegen wir das in den Miststreuer auf alle Fälle. Voll wird er auf jeden Fall nicht. So. Wunderbar. Dann können wir das hier gleich wieder reinkippen. Ja, von dem Winkel ungefähr, wie man es dann am besten reinkippt, haben wir ja auch so langsam den Dreh raus, dass wir nichts nebendran schütten, weil das wäre echt schade. So, und da war es wieder, ne? Ein Stückchen zu lang gezogen. Und schwupp hat man natürlich gleich das Ganze hier wieder ein bisschen auf Stützfüßen, ne? Also bei dem Runterlassen des Teleskoparms immer darauf achten, rechtzeitig abzubremsen oder vielleicht nicht zu heftig runterzuziehen. So, ich glaube, das ist die vorletzte Schaufel jetzt. Packen wir die noch hier rein. Oh, sieht ganz gut aus, aber wie gesagt, Miststreuer wird nicht ganz voll. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar noch, dass wir heute den leer fahren. Gucken, notfalls machen wir eine Sekunde länger. Aber das würde ich eigentlich schon ganz gern machen. So, jetzt ist nämlich der komplette, ja, das komplette Mistsilo hier voll. Das heißt, wir müssen jetzt hoffen darauf, dass die Kühe dann bald wieder ein bisschen Nachschub bringen. Da glaube ich, das aktualisiert sich immer so zur, immer um halb. Bin ich jetzt aber auch nicht ganz sicher. So, dann packen wir das noch da rein. Damit ist jetzt hier das Thema erledigt. Dann bringen wir den mal ein Stückchen nach unten, spurten mal rüber und schauen mal, ob wir das hier jetzt, wie gesagt, auf dem Feld 20 noch unterbringen können. Ja, das sind jetzt 78%. Das heißt, wir kriegen noch so ungefähr, ja, eine Spur plus den Rest hin. Fangen wir am besten gerade wieder von hier oben an, nehmen auf dem Rückweg die kleine Spur mit. Ja, dann bleibt doch nicht mehr viel übrig, was da noch gedüngt werden muss. Also es hat uns schon eine ganz, ganze Menge gebracht. So. Wo sind wir hier? Wow, das ist, ja, sieht heftig aus. Da haben wir die Spur, mit der wir angefangen haben. Das heißt, wir gehen mal gleich auf die passende Fahrstufe, schalten den Knaben auch gleich ein. Ja. Ich hoffe, ich bin von der Breite her gut. Nicht, dass wir da noch eine Lücke kriegen. Ja, sieht aber eigentlich ganz okay aus. So, hier sind wir jetzt natürlich mitten im Feld. Das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, ich werde dann doch mal gucken, dass wir hier wieder rückwärts runterfahren. In der Traktorspur sozusagen. Weil ich habe nämlich dann auch keine Lust, hier jetzt über das Eingesäte alles kaputt zu fahren. So, und dann werden wir nämlich einfach hier die nächste Spur nehmen. Und dann dementsprechend dort weiterfahren. So, dann pendeln wir uns hier schon mal ein bisschen ein. So, können wir jetzt schon die Maschine wieder einschalten. Voilà. Ja, und so viel bleibt gar nicht übrig. Also ich denke mal, mit dem Düngestreuer wird es dann nochmal eine Spur werden. Aber zumindest haben wir hier doch schon eine ganze, ganze Menge jetzt gemacht mit Kunstdünger, mit Naturdünger.
Hat uns auch einiges an Geld gespart, weil wie gesagt, Feld 20 sieht nicht besonders breit aus, aber ist natürlich eins, was in die Länge gezogen ist und von daher kriegt man natürlich dann schon eine gute Hektarfläche zusammen. So, und jetzt sehe ich leider, dass unsere Zeit eigentlich schon wieder um ist, aber wie gesagt, die Spur, die ziehen wir jetzt noch durch. Das will ich ja wie gesagt auf alle Fälle noch ausnutzen. Ja, wenn wir dann sowieso den Rest mit Kunstdünger dann später machen, würde ich sagen, wenn wir noch einen Rest drin haben, lassen wir den im Miststreuer drin, weil sonst würden wir ja doppelt düngen. Das ist eigentlich auch dann ein bisschen unsinnig. So, hier muss ich mal ein Stückchen stärker rüber, weil ansonsten haben wir gleich hier zu viele Lücken drin. So, und wir sehen, ja, ein bisschen was ist noch drin, aber das wird auf keinen Fall mehr reichen, um dann noch eine Spur zu fahren. Also bringen wir den im Prinzip dann schon mal zum Kuhstall wieder zurück. Das hier, denke ich mal, wird dann in der nächsten Folge ohne Probleme mit dem Düngestreuer laufen. Ja, und dann gucken wir, wie es weitergeht. Für die nächste Folge reichen unsere Gelder ja noch aus, um Tierchen zu kaufen. Aber dann sollten wir auch mal schauen, dass wir so bald wieder ein bisschen, ja, Einnahmen generieren können. Und in diesem Sinn sage ich für heute aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.